Der Brand bricht gegen Mitternacht aus. Meterhoch lodern die Flammen auf einem Campingplatz im Münsterland in den Nachthimmel. Durch den geringen Abstand zwischen den Wohnwagen kann sich das Feuer rasend schnell ausbreiten. Als die Feuerwehr kommt, ist nichts mehr zu retten. Gespenstisch sieht das aus. Meterhohe Flammen und gefährliche Rauchwolken. Auf dem Campingplatz Ladbergen bei Münster brennen mehrere Wohnwagen lichterloh. Von den geschätzten 7 Wohnwagen waren 2 Anwohner beim Anfang des Brandes im Wohnwagen. Die konnten sich schon bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, sodass von den Anwohnern hier keiner verletzt wurde. Ein Glück, denn zuerst hatten die Camper selbst versucht, die Flammen zu löschen. Als die Feuerwehr kommt, muss sie erst einmal lange Schlauchleitungen ziehen. Das größte Problem, die Wohnwagen stehen hier dicht an dicht und in jedem lagern Gasflaschen zum Kochen. Die Feuerwehr lässt das Gas kontrolliert entweichen, dadurch schlagen die Flammen Meter hoch. Nach 2 Stunden ist der Brand gelöscht. Kein schöner Anblick für die Camper im Münsterland. 80.000 Euro Schaden und die Ausflüge am Wochenende erst einmal vorbei.